Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Final Fantasy 14. Ja, wir haben es mit dem Waldläufer endlich auf Stufe 30 gebracht und damit kommt die finale Waldläufer-Quest endlich, damit wir demnächst Barde werden können. Gildenmeisterin Luciana hat eine hitzige Diskussion mit Silverain. Vielleicht solltest du einschreiten. Den 12 sei Dank, dass du hier bist, Tara. Hilf mir, diesen Dummkopf zur Vernunft zu bringen. Silverain, hör mir zu. Du musst mindestens ein paar Leute von der Bruderschaft mitnehmen. Du... Wir haben keine Zeit dafür, Luciana. Verstehst du nicht? Wenn wir diese Chance verpassen, ist Pave über alle Berge. Allein bin ich viel schneller. Ich überrasche die Bande und zwinge sie, mir zu verraten, wo ihr Anführerin ist. Wir alle haben auf diese Gelegenheit gewartet, Silverain. Aber sei nicht leichtsinnig. Lass doch zumindest Tara und mich mitkommen. Eine Streunerin und eine Abenteurerin? Haltet euch da raus. Ihr versteht das nicht. Silverain. Wir verstehen das sehr gut. Wir wissen auch, was es heißt, seine Heimat und seinen Stolz zu verteidigen. Und wie beschämt man ist, wenn man es nicht kann. Gerade kürzlich erst habe ich gelernt, wie wichtig ein ungetrübter Blick ist. Und deiner, Silverain, ist es nicht. Wir sind deine Freunde und können dir helfen. Ich habe euch nie als Freunde betrachtet. Wagt es nicht, mir zu folgen. Natürlich werden wir dir folgen. Und wie wir dir folgen werden. Was für ein schlechter Lügner. Dabei sind wir womöglich sogar seine besten Freunde. Na, wenn er denkt, er könnte uns so davon abhalten, ihm zu folgen, dann hat er sich aber getäuscht. Los, Tara, wir fangen im Südwald ab. Silverain ist hier. Also ich habe gar keine Ahnung, ob der wirklich Silverain ausgesprochen wird. Aber ich finde es viel besser als Silveriere. Aber wir müssen dir helfen. Komm her. Gerade noch Rettung in letzter Sekunde. Diese Sache hat sich ungünstig entwickelt. Oh, ich sterbe. Nein, doch nicht. Silverain. Lei, Tara. Ihr wollt mir doch... Ihr solltet mir doch nicht folgen. Red keinen Unsinn, Erlschatten. Wir retten hier deinen stolzen Hintern. Tara, wir müssen hier die Stellung halten, um Silverain zu beschützen. Und zwar gegen was? Ah. Überall müssen diese Abenteurer ihre Nase reinstecken, na toll.
Okay, war es das? Haben wir gesiegt? Bitte, bitte sag, dass wir gewonnen haben. Ja, wir haben gewonnen. Haha! Ich habe euch ausdrücklich gesagt, dass ich eure Hilfe weder will noch benötige. Macht euch nichts vor und... Nun hör doch endlich auf! Du machst dir da was vor, wie du verlegen wegsiehst, wenn du zu lügen versuchst und den Mund bedeckst. Genau beobachten und die Verhaltensmuster des anderen durchschauen. Das habe ich von Luciane gelernt. Und von dir selbst. Komm schon, es ist doch keine Schande, Hilfe anzunehmen. Und ich wäre auch froh, wenn ich deine Hilfe bekommen könnte. Es gibt so viel, was ich noch nicht weiß. Ich möchte von dir lernen, über Kredania und über die Tradition der Erlschatten. Ich schätze, deine Form könnte ich noch etwas aufpolieren. Vielen Dank, Severin. Patwas Bande ist schon weitergezogen, aber wir haben noch eine Chance, sie in die Finger zu kriegen. Ich habe einen knöchernen Pfeil, die Wilderer verwenden, um miteinander zu kommunizieren. Wenn wir ihnen ein Zeichen geben, werden sie darauf hereinfallen und aus ihrem Versteck gekrochen kommen. Deswegen bist du hierher nach Rottenhaufen gelaufen, um die Pfeife zu bekommen? Achso, Pfeife, nicht Pfeile. Gar nicht so dumm, hm? Hier, Tara, du bist dran. Östlich von Isomhahn wurde sie gesichtet, bei einem vom Fels umgebenen Quell. Pfeife dort nach den Wilderern, um das Echo wird der Klang überall hintragen. Keine Sorge, Tara, dir wird nichts passieren. Ich gebe dir mein Wort als Wattläufer. So, dann ab zu dieser Quelle. Okay, da ist der Zielort. Hoffentlich kommen wir da ungestört hin. Ja, doch, das müssen wir schaffen. Oh, meine Tröte und Tröte, Pfeife und Pfeife. Das hat anscheinend funktioniert. Verdammter Dreck, ich hab's noch geahnt. Ist das mein Herz, was da pocht? Nein. Nein. Manche kapieren's einfach nicht auf die harte Tour. Beharrliche Männer liegen dir wohl nicht. Oh, im Gegenteil. Ist doch recht niedlich. Oder was sagt ihr, Schwestern? Wir werden unser Verehrer und seine Freunden zeigen, wie sehr wir ihre Hingabe schätzen. Lasst den Spaß beginnen. Da kommt schon die Kavallerie. So, jetzt geht's auf Madame. Immer schön im Rücken, dann kann sie mich nicht treffen mit ihren Pfeilen.
So, gleich haben wir sie. Gleich ist die Geschichte. Und da geht sie down. I got a knee, arrow to my knee. Und ich dachte, du hättest nur Augen für mich. Voll in den Rücken. Das war fies. Oh, aber nein, sie lebt noch. Ich werde... Gar nichts wirst du. So, und damit haben wir das auch geschafft. Und damit werden wir jetzt unserer Gildenmeisterin die Ehrerbietung bringen und ihr Bescheid geben. Bis gleich. Ah, ich bin erleichtert, dich unverletzt zu sehen. Wenn du deine Kameraden nicht unterstützt hättest, wäre Pava immer noch auf freiem Fuß. Du hast all unsere Lehren verinnerlicht und auch noch deinen Gildengenossen zu einer neuen Sichtweise verholfen. Für so viel Eifer werde ich dir eine neue Technik beibringen. Sie heißt Beißender Wind und zusätzlich zu den Schaden, den dein Pfeil anrichtet, wird dein Gegner auch fortwährend durch das Element Wind geschwächt. Die Technik wird dir sicher von großem Nutzen sein. Alle Waldläufer gehen den unwegsamen Pfad entlang, den du gerade beschreitest, Tara. Er fährt über viele, oft schmerzvolle Erkenntnisse zu immer größerer Perfektion. In Zeiten wie diesen verlieren wir alle manchmal die Orientierung. Aber auch wenn das passiert, wirst du bei uns immer Hilfe und Beistand finden. Traue deinen Augen, Tara. Sie werden dich nicht in die Irre leiten. So, was kriege ich denn? Das ist besser? Das ist schlechter? Schlechter? Besser? Hier, Kröten-Dingsbums. Kommando Beißender Wind. So, und wir sehen, da ist schon der nächste Ausrufezeichen über den Kopf, denn das ist die Bardenquest, die allerdings erst in einer nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen, hören und spielen uns wieder und bis bald.